Tod nach einem Brazilian Buttlift. Erneut haben wir eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung, die uns alle wachgerüttelt hat. Braucht man diese Operation? Ist es denn noch zeitgemäß und darf man solche Operationen durchführen? Darüber sprechen wir in diesem Video. Die junge Britin war gerade mal 26 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. Diese Schlagzeile ging in dieser Woche durch die Bild-Zeitung und hat alle sehr betroffen gemacht, mich inklusive. Und worum geht es? Es geht um das Brazilian Buttlift. Wir haben in der Vergangenheit schon zahlreiche Videos darüber gemacht und haben auch darüber berichtet, wie gefährlich die Brazilian Buttlifts im Allgemeinen sind. Einen Link dazu blenden wir euch hier gerne noch einmal ein. Schaut es euch an und guckt euch selbst nochmal genau an, wie so ein Brazilian Buttlift abläuft. Kurz zusammengefasst, die Brazilian Buttlifts sind eine Möglichkeit, mit Eigenfett zu arbeiten. Populär geworden ist das Ganze durch Kim Kardashian und in den letzten Jahren wurden weltweit Tausende, Hunderttausende, ich würde sogar sagen Millionen von Brazilian Buttlifts durchgeführt. Was wir allerdings erlebt haben in der Vergangenheit ist, dass diese Brazilian Buttlifts tatsächlich nicht selten zum Tod geführt haben. Wobei in der Berichterstattung, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, viele Po-Operationen, die zu Komplikationen geführt haben, einfach als Brazilian Buttlifts bezeichnet worden sind, obwohl es gar keine waren. Das originale Brazilian Buttlift basiert darauf, dass man mit Eigenfett arbeitet. Und die Eigenfettidee ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, weil wir das Fett sozusagen recyceln, nicht wegwerfen. Es handelt sich um biologisches Material, es handelt sich um dein Material. Und dieses Material wird in den Po gebracht und dadurch findet eine Po-Vergrößerung statt und die Projektion des Po wird zusätzlich verbessert, weil man in der Regel nochmal eine 360-Grad-Fettabsaugung durchführt, aber auch noch zusätzlich an den Beinen Akzente schafft, indem man die Hip-Dips aufbaut und so weiter. Das Problem bei der Geschichte ist allerdings, dass das Schönheitsideal mittlerweile derartig von dem abweicht, was wir tatsächlich medizinisch vernünftig vertreten können, dass sehr, sehr große Mengen an Eigenfett eingebracht worden sind in der Vergangenheit. Und da geht es um Mengen, die locker über 1 Liter pro Seite liegen. Und durch diesen hohen Druck, der dort aufgebaut wird, kann es zu einem Zerreißen von Venen führen. Diese Venen haben einen gewissen Unterdruck, eine Art Sogwirkung zum Herzen. Und dann macht das Ganze und zieht sozusagen das Fett an. Und wo landet das Fett? Es landet nicht nur im Herzen, sondern es landet auch in der Lunge. Es entstehen Lungenembolien, sogenannte Fettembolien. Fettembolien können generell bei solchen Operationen entstehen, auch wenn man Fett absaugt. Aber die Rate an Fettembolien, die auch tödlich verlaufen sind, sind einfach signifikant höher bei diesem Eingriff. Und das berichten auch die Zahlen und die Untersuchungen, die damit zu tun haben, die eben nicht nur in der Yellow Press zu sehen sind, wie jetzt in diesem konkreten Beispiel. Dass diese Patientin sich hat im Ausland operieren lassen, ist wieder eine andere Geschichte. Ob die Qualität dieser Operation, beispielsweise in der Türkei, wo die Operation stattgefunden hat, besser oder schlechter ist, darüber wollen wir in diesem Video gar nicht sprechen. Über Operationen im Ausland im Allgemeinen haben wir auch schon Videos in der Vergangenheit gedreht. Auch hier nochmal ganz kurz exemplarisch ein Link eingeblendet für dich, damit du siehst, worauf du achten musst, wenn du sie dich tatsächlich im Ausland auch operieren lassen möchtest. Kommen wir zurück zum Brazilian Buttlift und warum das Ganze so gefährlich ist. Grundsätzlich gilt, wenn eine bestimmte kritische Menge überschritten wird, dann ist die Gefahr gegeben, dass diese Lungenembolie oder Fettembolie stattfindet. Nicht zu verwechseln ist das Ganze mit Patientinnen, die verstorben sind, weil komplett unsachgemäß gearbeitet worden ist, wie zum Beispiel, dass Industriesilikon oder sonstige Filler in den Po gespritzt worden sind. Auch dazu gibt es Berichte in der Welt, wo wir sehen können, dass beispielsweise in Südamerika, aber auch in den USA Scharlatane ihr Unwesen getrieben haben, wo Industriesilikon gekauft worden ist im Baumarkt, man mag es gar nicht glauben, und dann wurden jungen Frauen suggeriert, dass man auf einem Hotelzimmer irgendwie eine solche entsprechende Leistung anbieten könnte. Natürlich muss man sich fragen, inwieweit lässt sich jemand davon überzeugen, dass sowas sinnvoll möglich ist, aber ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist eine junge Dame, die in den USA mit Silikongel aus dem Baumarkt versorgt worden ist und dann am nächsten Tag beim Tanzen durch die Bewegung in dem Po tatsächlich sich das Silikon gelöst hat und dann zu einer tödlichen Lungenembolie geführt hat. Wir haben bislang immer wieder die Einschätzung geteilt, dass solche schwerwiegenden Komplikationen tatsächlich dort stattfinden, wo keine plastischen und ästhetischen Chirurgen tätig sind, wo fachfremde
Operateure tätig sind oder wo gar auch gar keine Ärzte tätig sind. Und tatsächlich sehen wir, dass wir dort einen signifikant hohen Peak haben an Fällen, die kompliziert verlaufen sind und die zum Tod geführt haben. Trotzdem solltet ihr euch immer bewusst sein, und deswegen haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen bereits schon diese Operation weitgehend verlassen, dass diese Operation, auch wenn sie fachgerecht nach Facharztstandard durchgeführt werden, immer wieder ein gewisses Risiko aufwerfen, was höher ist als das normale Risiko. Deswegen widerspreche ich grundsätzlich auch Meinungen, die wir hier in Deutschland hören, von Kollegen, die sagen, nein, das ist überhaupt kein Problem, man kann Brazilian Butt Lift durchführen und das ist überhaupt nicht problematisch. Bei dem Brazilian Butt Lift und auch den Komplikationen, die dort entstehen können, kommt es insbesondere auch darauf an, wo das Fett hingespritzt wird. Ihr könnt euch das ganz einfach erstmal so vorstellen, dass in der Anatomie eine Po-Form entsteht aus der Kombination eures Beckenknochens, der Muskulatur, die drauf sitzt, und der Haut, die drüber sitzt, mit dem Fettgewebe. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen drei verschiedene Strukturen, die weitgehend genetisch determiniert sind. Das heißt, ihr könnt dann noch so viele Squats machen. Wenn der Po nicht stärker werden möchte, wird er eben nicht stärker. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man eben mit dem Fett arbeitet. Und wenn man sich jetzt diese Strukturen anschaut, dann schließt es sich natürlich aus, dass man das Becken, also den Knochen, damit befüllt. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, dass ihr den Knochenrahmen verändert, indem ihr beispielsweise im Rahmen des Aufbaus der Hip Dips den Knochen weiter darstellt. Allerdings könnt ihr tatsächlich nur entscheiden als Chirurgen, ob ihr dann das Fett in den Muskel bringt oder in die Haut, also unter die Haut, in das Fettgewebe. Bringt man das Fett in den Muskel ein, hat man immer irgendwo das Risiko, dass man eben in einer gefäßreichen Struktur, nämlich dem Muskel, tätig ist. Und da kann sich das Fett eben tatsächlich verirren und in einem der Gefäße landen, über das wir gesprochen haben oder über die wir gesprochen haben. Und dann macht es diesen Sogeffekt und man hat das Ganze in der Lunge hängen und man verstirbt. Diese Komplikationen sind dann eben tödlich und deswegen muss man sich sehr kritisch die Frage stellen, ob man so eine Operation an sich durchführen lässt oder nicht. Und wie gesagt, das wirklich sehr, sehr Dramatische ist nicht nur, dass diese junge Frau sehr jung war mit 26 Jahren, sondern sie hinterlässt auch drei Kinder. Und da muss man sich natürlich ganz, ganz kritisch auch die Frage gefallen lassen, so makaber das klingt, und an der Stelle auch mein Beileid an die Familie, weil ich finde, dass einige Kommentare, die ich auf Social Media gelesen habe, wirklich übel, und ich verurteile das. Da ist ein Mensch gestorben, der einfach den Wunsch gehabt hat, schöner auszusehen, und das bedeutet nicht, dass man sich jetzt darüber lustig macht oder sagt, selber schuld, sondern man muss diese Operation auch gesellschaftlich mal einordnen und sich fragen, warum machen diese jungen Menschen das? Warum gehen sie dieses Risiko ein und hinterlassen in diesem Fall, wie gesagt, drei Kinder ohne Mutter und nehmen das Risiko auf sich, dass sie gar versterben könnten? Ist nicht vielleicht sogar Social Media selber daran schuld? Ist das nicht ein Faktor, der das Ganze treibt? Und deswegen sollte man solche blöden Kommentare nicht irgendwo einfach so kritiklos stehen lassen. Ich lösche solche Sachen oder antworte auch darauf. Diese junge Frau ist leider verstorben aus einer Kombination aus vielen Dingen. Am Ende der ganzen Kette steht eine Operation, und über diese Operation sollten wir immer kritisch sprechen, weil sie einfach nicht aus der Presse weggeht. Das heißt, wir sehen immer wieder in der Yellow Press solche Fälle. Abschließend an diejenigen da draußen, die eine solche OP planen und sagen, ich lasse mich nicht davon abbringen, ich möchte sowas machen. Es gibt Alternativen, und es gibt Alternativen, die gut sind, und es gibt auch Alternativen, die schlecht sind. Zunächst einmal kann man das Volumen von injiziertem Eigenfett reduzieren, weil das ist auch offensichtlich ein sehr, sehr kritischer Punkt, wie viel Fett dort reingespritzt wird, indem man mit Kombi-OPs arbeitet. Das heißt, man kann eine hybride Po-Vergrößerung durchführen mit einem Silikonimplantat. Auch ein Silikonimplantat, wohlgemerkt, bringt gewisse Risiken mit, aber ist in der Regel deutlich seltener damit verbunden, dass wir dort irgendwo eine Fettembolie bekommen und dass Patientinnen versterben. Dann kann man mit Eigenfett zusätzlich arbeiten, aber kann diesen Eigenfettanteil deutlich reduzieren. In diesem Fall sprechen wir hier in Berlin von dem Berlin Butt Lift. Das ist eine hybride Kombi, die ich in der Vergangenheit auch schon beschrieben habe. Auch dazu noch ein kurzer Link hier eingeblendet für euch, damit ihr euch das anschaut. Die Kombination aus Hyaluronsäure halte ich auch für sehr, sehr kritisch. Wir haben zwar bei diesen Hyaluronsäureinjektionen in der Regel nicht diese tödlichen Verläufe, aber wir haben chemische Reaktionen, die ganz giftig und toxisch sein können, die das Gewebe kaputt machen. Auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir haben Patientinnen hier zur Korrektur bekommen mit Kraterlandschaften am Po, beziehungsweise Patientinnen, die wir operiert haben und wo wir dann Hyaluronsäure gefunden haben, die dann auch zu Komplikationen geführt haben.
Insgesamt sollte dieses Video dazu beitragen, dass ihr sehr kritisch über diese Operation nachdenkt. Wir plastischen Chirurgen und Chirurginnen leben zwar von diesen OPs, aber nicht ausschließlich. Das heißt, wenn ihr euch beraten lasst, sollte auf der anderen Seite jemand sitzen, der euch nicht zu irgendwas überzeugen möchte, sondern der kritisch über diese Operationen spricht und euch die Risiken und Komplikationen eines Brazilian Butt Lifts ehrlich aufzeigt. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Ich möchte mit diesem Video all diejenigen Frauen, aber auch Männer da draußen erreichen, die so eine Operation planen. Denkt drüber nach, ein Brazilian Butt Lift ist gefährlich und es bleibt auch dabei, statistisch betrachtet ist das Brazilian Butt Lift die gefährlichste Operation, die ihr euch aus dem Bereich der Schönheitsoperation oder Schönheitschirurgie antun könnt, mit letalen, also mit tödlichen Verläufen. Ich hoffe, das Video war interessant. In diesem Video freue ich mich besonders auch über eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Sache einschätzt. Sind diese Operationen sinnvoll oder sind sie nicht sinnvoll? Sollte man die Finger davon lassen? Wie kritisch seht ihr die Sache? Folgt unserem Kanal, wir sprechen hier eben auch über solche kritischen Punkte und über kritische Themen, die aus dem Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin Professor Dr. Sins, ich bin dein Plastic Surgery Coach.